Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rätselrunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder da seid. Und ja, ich weiß nicht, was ich für eine große Einleitung geben sollte. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ein deutscher Fluss könnte alles Mögliche momentan noch sein. Deutscher Musiker. Ja, könnte. Weiß ich noch nicht. Ich versuche erstmal irgendwas zu finden, was definitiv einfach ist. Ach, das Beizmittel. Was war denn das Beizmittel nochmal? So, englische Biersorte haben wir erstmal. Das ist easy. Mit Alkohol kenne ich mich ja überhaupt nicht aus, aber das geht. Gebiet ist eine Area. Halt. Stopp. Oh, ist sogar gemeint damit. Schön, schön, schön. Englisch Pastete ist a pie. This is a pie. When there is stuff in English, dann ist das immer gut. Italienisch Sex. Oh, verdammt, was ist denn Italienisch Sex gewesen? Momentan noch nicht, aber das Remis weiß ich. Und ich vermute mal irgendwas mit. Sag nicht, dass es das ist, was ich denke. Erstmal gucken. Leid zufügen ist Schaden, ist, ja. Das hier könnte Utah sein. Ja, ist es auch, ist es auch. Erheblich ist sehr. Freiheitsstrafe. Eine Freiheitsstrafe. Arrest. Das ist das. Läuft auch erstmal, aber muss ich, kann sich noch ändern. Mutterschwein ist die Sau. So, Leid zufügen habe ich immer noch nicht so ganz. Einsteinium. Oh, was war denn Einsteinium? Ich möchte das jetzt nicht einfach nur raten, tatsächlich. Ein Überbleibsel ist ein Rest, oder mehrere Überbleibsel sind Reste. Ja, Einsteinium, dass das mit E anfängt, hätte ich mir auch denken können. So, der Frauenname ist noch nicht so ganz bekannt. Zugefroren. Erstarrt. Nee, Moment. Erstarrt klappt gar nicht. Schade. Das wäre gut. Das wäre schön gewesen. Aber leider noch nicht. Schlagrahm. Ja. Ja. Keine Sorge. Kenne ich. Ein EDV-Begriff, der mit R anfängt. Oh, das könnte ja jetzt alles Mögliche sein. Ich glaube, wenn ich den... Oh Gott. Also erstmal, der Baumteil ist AST. Ja, ja. Kaviar-Lieferant. Ach so, ja, es ist der Stör gemeint. Kippwagen. Noch weiß ich es nicht, aber... Ah, da ist die Lore gemeint. Genau, die Lore. Ah, eine Balgerei, keine Ahnung. Keilerei. Aber eine Keilerei wird mit EI geschrieben. Würde ich jetzt mal vermuten. Also ich glaube hier... der Schneemensch ist erstmal der Yeti. Soweit ist mir das klar. Bruchteil. Ein Bruchteil. Ein. Machen wir erstmal das All. Wenn ich nicht weiterkomme, dann gucke ich woanders hin, wie ihr gerade mitkriegt. Eine Brutstätte ist ein Nest. Mal wieder. Huch. Okay, ein Bruchteil könnte zum Beispiel ein Achtel sein und das ist hier der Fall. Frauenname. Heringsart. Was ist für ein. Was könnte das für eine Heringsart sein? Oder hier, kleine süße Früchte könnten Beeren sein. Sind es auch? Ja, ja. Gallertmasse ist ein Gel. Zugefroren.
immer noch nicht ganz so klar. Okay, was für Laubbäume gibt es, die hier mit hier ein L haben? Also, die Eibe ist es nicht, die Eiche ist es sowieso nicht, die Linde kann es nicht sein. Also ich glaube, es kommt irgendein E dahinter. Es kommt ein E am Ende. Aber machen wir mal gewalttätig. Das klappt schon mal. Klostervorstand ist, glaube ich, der Abt. Ja. Mediziner, Mehrzahl. Mehrere Mediziner sind Ärzte. Da haben wir das schon mal. Und dann, ja, natürlich die Erle. Ja. Vereist ist zugefroren. Huch. So. Okay. Klaus, ja, ich habe es mir schon am Anfang gedacht, Klaus Lage. Ich war mir nicht sicher, ob der sogar mit Doppel-A geschrieben wird. Muss man nicht kennen. Ist schon etwas länger her. Ich glaube, der hat gemacht hier Klaus Lage, war das nicht auch der hier? Und es hat Zoom gemacht. Ich glaube, das war das. Ich frage mich immer noch, welchen. Oh Gott, was für Schweizer Kantone gibt es? Ich könnte alle Bundesländer meines eigenen Landes aufzählen. Ich könnte sogar komischerweise einige in den USA aufzählen, aber Schweizer Kantone, das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch noch. Vielleicht sollte man, also ich würde ja am liebsten irgendwelche Spiele spielen, in denen ich. Gibt es ja tatsächlich, genau. Es gibt doch sowas wie Europa Universalis und sowas. Da kriegt man ja auch teilweise noch teilweise veraltete, teilweise neue oder derzeit aktuelle Erdteile und vor allem so Bundesländer oder was auch immer, solche Sachen, so Kleinigkeiten, so wie nennt man das denn jetzt so gerade? Abgegrenzte Orte, die trotzdem einem Land zugehören, Regionen, genau. Ja, schade, dass das jetzt nicht. Warte mal, ich versuche erstmal was. Ida hat funktioniert. Aber was war denn die Hauptstadt vom Jemen? Das hatten wir schon mal. Oh, Sanaa, okay. Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, was es. Alse. Alse, okay. Zweiter Versuch, finde ich, ist noch. Zählt noch, würde ich sagen, als fast schon. Also ich kenne es trotzdem nicht. Ich kenne diese Heringsart also nicht. Versuchen wir mal ein Steinium. Also EI könnte ich mir jetzt so vorstellen, aber könnte es auch EN sein? ES? ES ist es. Ja, dreimal geraten. Dreimal darfst du raten. Ab dann gilt es als unehrenhaft, einfach weiter zu raten. Also ich glaube, hier kommt ein E und da ein N hin. Okay, ich glaube. Oh Gott, wie hieß das? Basel, Kasel? Basel. Okay. Der afrikanische Fluss. Also. Langsam müsste es. Ja. Ram oder Rom? Oh, das ist gemein. Wenn das in einem richtigen Kreuzworträtsel drin stecken würde, also in einem, weiß ich nicht, bei dem man. Also bei einem Kreuzworträtsel, wo man nicht gesagt bekommt, dass der Buchstabe falsch ist, da wäre das hier ein No-Go, denn der EDV-Begriff kann mehrere Sachen bedeuten. Von mir aus, ich könnte sogar einen EDV-Begriff irgendwann mal einführen, der RIM heißt oder RUM oder. Ja, genau. Warum soll RUM kein EDV-Begriff sein? Natürlich. Oh Gott. Ah, okay. Jetzt habe ich Italienisch für 6 gelernt. War tatsächlich mehr oder weniger, also war eigentlich nur geraten.
dass hier ein E hinkommt. Ich dachte mir so, ja, say, vielleicht. Ich kann in Spanisch zählen, aber das hilft mir hier nichts. Da wäre es zum Beispiel seis mit einem S hinten dran nochmal. Also ist Italienisch, dass Italienisch dem Spanischen nahe kommt, das war mir klar, aber es hätte hier alles Mögliche stehen können. Hätte auch ein EDV-Begriff SLI von Nvidia sein können. So, jedenfalls kümmern wir uns mal um RAM oder ROM. Und es ist RAM gemeint. ROM ist aber auch ein EDV-Begriff. Heißt Read-Only Memory. So, aber egal. Halten wir uns nicht zu lange damit auf. Ich glaube, ich bin schon wieder gerade. Ich bin gerade schon wieder doof. Ich ginge gerade mal alle Buchstaben durch. Ich habe gerade keine Ahnung, welches Wort das sein soll. Das ist komisch. Was ist denn eine New... Welche New Age Band ist hier gemeint? EDV gibt's nicht. EAV? Die erste allgemeine... Nee, das würde... Was heißt denn Balgerei noch? Das ist doch sowas wie eine Keilerei, aber hier mit Ä. Federei, nein. Oh Gott. Also erstmal will ich wissen, was ist das hier? Ich gehe wirklich alles durch. Äten? Nein. Moment. Oh, das E ist falsch. Na dann. Aber Leid zufügen? Was kommt denn? Wie kann denn ein... Oh, das wird jetzt... Jetzt wird's schwierig. Und was könnte das sein? Beizmittel. Ich muss sagen, der Vorgang des Beizens ist mir tatsächlich gar nicht so. Ich habe da nichts vor Augen. Ich weiß, das ist schade. Aber trotzdem, Leid zufügen. Ich gebe einfach mal Anton ein und will wissen, was. Ah, natürlich antun. Oh Mann. Ja. Natürlich. Und jetzt weiß ich auch, was hier gemeint ist. Oh, das hat ja ewig gedauert. New Age Band, also vielleicht ist es auch nicht meine Musikrichtung oder so. Nein, Erl ist es nicht. Erk. Erd. Erz. ERV. Erb. Aber das ist jetzt wirklich. Ach Mensch. Ich finde ja, man muss nur die Bands kennen, die man auch selber hört. Ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendwas. Nee, RL hatte ich auch schon. ERP? Ero? Era? Era? Sagt mir nichts, leider. Aber das ist, also wer diese Band kennt und mir sagen kann, welchen uns allgemein bekannten Song die gemacht haben. Oder vielleicht denke ich auch gerade an was anderes, als hier abgefragt ist. Kann auch immer gut sein. Jedenfalls sowas bitte gerne in die Kommentare. Ich würde gerne
das Ganze auch verstehen. Und falls mir jemand das Beizen erklären kann, das wäre auch super. Tja, hier muss ich wirklich wieder raten. Also sobald alles grün wird, Alaun. Alaun hätte ich nie rausgekriegt. Tut mir echt leid. Also das ist mir so unbekannt. Leider, leider, aber. Ach, ich finde das immer so schade, wenn ich Sachen eben nicht weiß. Aber auf der anderen Seite, es ist. Das möchte ich auch noch mal gerne sagen. Es ist nichts Schlimmes, mal was nicht zu wissen. Ich möchte dann auch mal sagen, dementsprechend werde ich mich auch nicht mehr dabei aufregen, wenn andere Leute mal, denen ich zugucke, bei sowas nicht das wissen. Das ist eben so, man kann nicht alles wissen und ich finde, hier ist auch sehr, sehr viel Spezifisches dabei. Das sollte bei Kreuzworträtseln auch ruhig so sein. Also gerade bei diesen hier kann man ja wenigstens was durch Probieren dazulernen. Ein Beizmittel Alaun. Okay. Sehr gerne. Oder Heringsart Alse. Alse. Das kann ich mir, glaube ich, nicht merken. Beim nächsten Mal werde ich es wieder falsch machen. Ja, ansonsten afrikanischer Fluss Sambesi. Ich weiß nicht, ob es was neu, als, ob ich es als neu dazugelernt sehen würde, aber jetzt weiß ich, Sambesi ist als Fluss gemeint hier. Okay, ja. Und Sanaa, die Hauptstadt von Jemen. Es tut mir leid, wenn ich das schon wieder vergessen werde, dann beim nächsten Mal oder vergessen haben werde. Aber gehen wir mal zum nächsten. Wir haben ja jetzt noch eins mit einem Lösungswort. Ein Heldengedicht ist eine Sage, würde ich sagen. Und ich würde hier wieder versuchen, das Lösungswort so rauszubekommen, bevor ich es eintrage. Nee, das ist es nicht. Gucken wir erstmal bei 2. Oh Gott. Der Eintritt im Französischen. Ach Mann. Ich vergesse es immer wieder. Okay. Hier wird es gerade ein bisschen schwierig. Römischer Diktator. Ja. Sehr klein, winzig zum Beispiel könnte das sein. Also das ist O-N-E. So. Musikstück könnte die Etüde sein. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, so oder so. Dann wäre es ein musikalisches Übungsstück. Scheinhandlung mit F. Scheinhandlung mit F. Ihr könnt übrigens auch mit versuchen, so zu raten. Alles kein Problem. Der arabische Staat. Oh, das war doch. Ja, weiß ich noch nicht. Weit nach unten reichend. Weit nach unten reichend. Tief. Also, das wird Irak oder Iran sein. Kann ich noch nicht zuordnen. Lautes Geräusch. Könnte ein Knall oder eine Sirene sein. Nee, Sirene passt auch nicht. Knall sowieso nicht. Schlick. Oh. Mulden sind Furchen. Nein, das passt nicht. Weibliches Fabelwesen könnte eine Elfe sein. Ah, das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Eine Teilzahlung ist eine Rate. Das hilft mir gar nichts hier bei Irak oder Iran. Aber wir haben hier ein R dann auf jeden Fall. Weibliche Fabelwesen sind Feen. Ah, okay, ja, dann kommt hier auf jeden Fall ein N hin. Das ist dann schon mal klar. Eine Unsitte. Das ist eine gute Frage. Hat hier ein E? Ein Krimineller ist ein Täter. Also I und T. Bisher könnten wir auch hier noch Sitte eintragen, aber Verdauungsorgan ist der Darm. Damit haben wir hier I, nee, E.
Ach so, E. Ja, ist nichts mit Sitte. E. T. Irgendwas. Und R. ETR. Einerlei ist egal, also L. E. T. R. L. E. T. R. Exotische Großkatze. Nee, noch nicht. Was, wie und wer könnte hier das Fragewort sein? Oh, das ist heute wirklich mal. Ich krieg ja kaum. Ich glaube, ich versuch's doch langsam mal. Sehr klein. Was gibt's denn noch für sehr klein? Winzig, winzig. Ach. Mexikanischer Maisfladen, Mehrzahl Tacos. Also Anlage ANL vielleicht? Also hier, das wäre dann N. Außerdem Tacos, dann ist das wirklich Cäsar. Dann ist das hier ein A. Ich helfe mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Könnte jetzt eigentlich schon fast, also. Ich möchte bei C. Ich weiß, das ist ENT. Und dann irgendwas. Abkürzung Limited. LTD. Ist das auf jeden Fall. Hier ist eine LED. Ah, hier ist ein E. Hier kommt ein E rein. Entrée war es. Es war Entrée. Das ist wirklich interessant, wie das dann aussieht. Das vom Lösungswort, was wir bisher dann haben. Der Betreff ist keine Anrede. ANREDE. Das ist kein Betreff, würde ich sagen. So, exotische Großkatze. Könnte die, das? Also Löwin ist auf jeden Fall schon mal raus aus der ganzen Sache. D. Hat ein D an dieser Stelle und hat ein A. Ich glaube, die Sage ist falsch. Das Heldengedicht ist was. Ist was anderes. Denn hier kommt ein A hin. Das ist ja der Täter. Das Fragewort ist mir noch nicht ganz bekannt. Für bitten. Fragen? Nein, keine Ahnung. Einerlei. Ach nee, ist ja egal. Genau. G. Gepard, das ist ein P hier. Das ist dann der Epos. Ah, okay. Dann ist hier ein S. T. R. Unsitte. Könnte ein Laster sein. Könnte ein Laster sein. Dann hätten wir hier ein Ä mit drin im Lösungswort. Und vor allem, dann wäre hier ein A. Dann wäre hier ein E. Die Arzneipflanze. Dann wär, also hier hätten wir ein O. Außerdem Aloe. Okay, hier kommt ein L hin.
Ja. Wir kommen der ganzen Sache näher. E, L, A. Was ist der Betreff? Gelato. Natürlich. Gelato. Eis. Nee, nee. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ich muss an die 1 ran. Ich brauche den Betreff oder fettarm. Was anderes für fettarm? Leicht. Klappt aber nicht. Aber hier weiß ich, es ist ein E und ein R. Leger. Okay. Dann ist hier ein G drin. Dann vermute ich mal, das Lösungswort ist Gepäck. Denn dann würde hier nämlich Irak reinkommen. Und hier ein C. Das könnte ich mir gerne mal noch. Häufig ist oft. Eine gute Frage. Lautes Geräusch kann ich immer noch nicht einordnen, leider. Aber warte mal, wenn ich Irak hier drin habe, könnte der Laubbaum wieder die Erle sein. Dann wäre hier ein L. Würde auch hier ungefähr passen, ja. Dann hätten wir hier ein L und hier ein T. Scholte? Schelte? Schelte, glaube ich, ist dann, ja, Schelte ist das. Dann ist das die Schelte, dann ist das hier nämlich ein C. So würde ich mir das, also versuchen wir es doch gleich mal. Jetzt haben wir nämlich das Gepäck rausgefunden. Es hat eine Weile gedauert. Ich hoffe, ihr habt auch fleißig mitgemacht. Wie weit sind wir denn jetzt schon? Oh, wenn es jetzt gut läuft, kriege ich sogar das Ganze in immer noch unter 20 Minuten hin. Also vom Anfang des Ganzen. Wir haben ja schon das meiste rausgefunden. Das ist die Rate. Lautes Geräusch, weiß ich noch nicht. Diese Handlung. Das Musikstück werde ich jetzt erstmal nicht. Machen wir erstmal One als Englisch 1. Anlage ANL, ja. Nani? Nani? Nani Diska? Nein, also erstmal hier die Tacos, die mache ich noch voll. So, das Musikstück kann schon mal keine. Ach so, Nano ist gemeint. Ah. Ja, manchmal. Cäsar erstmal hier. Manchmal ist es echt komisch. Ah, und dann ist hier die Sonate gemeint. Ja, jetzt klappt's gut. Nicht hungrig ist natürlich satt. Verhältniswort. Sehr. Ich bin mir noch nicht sicher. Deswegen würde ich es erstmal weglassen. LTD machen wir hier noch hin. Leuchtione ist LED, nicht LRD. So, dann haben wir Entrée. Ich habe ein wenig Französisch gelernt. Légère. Ja. Nein? Boah. Und trotzdem mager. Ich musste an sowas wie Crème Fraîche denken. Crème Légère da tatsächlich. Aber interessant, dass es trotzdem mich auf die richtige Spur gebracht hat. Yes! Dann machen wir erstmal den Gepard hier rein. So, Fragewort war dann wohl wer? Der Kriminelle ist der Täter. Heldengedicht ist ja dann Epos gewesen, hatten wir ja gesagt. Die Arzneipflanze ist dann Aloe. Die Unsitte ist das Laster. Na bitte. Ey, das klappt doch super gerade. Es geht richtig schnell jetzt. Morast ist das. So. Oft lautes Geräusch, ein Rattern.
Rattan entwickelt sich zu Arbox. Keine Ahnung, Netzwerkspeicher ist eine Cloud vielleicht auch, aber könnte auch was anderes jetzt gemeint sein. Ach, wie hieß denn das? Das ist wahrscheinlich eine Kurzform. Mulden sind nicht Ranken. Mythischer Zauber. Hera ist das gleiche, was auch ein Fisch ist. Ah, hier ist ein Nass gemeint. Ja. So, und die Mulden sind die Senken. Genau. Verhältniswort. Slip. Da passt eindeutig Slip drin. Nicht wahr? Gell? Echt jetzt? Wow. Okay, der Duft ist das Aroma. Aroma. Die Hauptstadt von Malta. Das könnte jetzt Galetta oder irgendwie so. Belang ist der Betreff. Das war gemeint. So, das ist hier, jetzt ist mir das Wort egal. Ich habe es eingetragen. Fürbitten. Gebete. Ah, Gebete waren gemeint. So, Prachtstraßen sind dann die Alleen. Und jetzt fehlen mir nur noch ein paar Buchstaben. Ein Aufseher ist wohl dann ein Vogt. Altes Wort. Verhältniswort. Affäre. Ist auch ein Verhältnis. Nein, Oh Gott, hier bei der Hauptstadt von Malta muss ich passen, tatsächlich. Also, ich kenne den Stadtnamen vielleicht sogar, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das die Hauptstadt von Malta ist. Eventuell. Aber was ist denn jetzt mit Verhältniswort gemeint? Ich möchte das am liebsten noch so lösen, anstatt, Okay, jetzt könnte es alles Mögliche sein. Galetta, Faletta, Saletta, Daletta, Maletta, Naletta. Was könnte denn Malta sein? Kaletta, Taletta, Zaletta, Raletta, Valetta, Paletta. Ich sollte das wirklich mal einfach nur so durch... Oaletta, Faletta, Daletta, Saletta, hatten wir schon alles. Laletta, Ialetta, Valetta, was? Nee, ich kenne Valencia und sowas, aber Valetta hätte mir jetzt, also, ja, okay, jetzt so macht es Sinn. Klingt wie ein schöner maltanischer Name. Ja. Okay, die Hauptstadt von Malta ist Valletta. Oh, ich hätte am liebsten mal wirklich so eine schöne, richtige Aufstellung. Länder mit ihren Flaggen, mit ihren Hauptstädten, alles zusammen. Dann würde das Ganze auch viel, viel besser klappen. Aber es geht ja eigentlich nicht darum, alles schon zu wissen. Es geht ja eigentlich darum, auch mal was dazu zu lernen. Das ist ja das Wichtige an der ganzen Sache. Das geht nur durch Übung, und das geht eben auch darum, dadurch, dass man dann auch öfter mal was falsch macht. Wobei, Hauptstadt von Malta werden wir wahrscheinlich so oft nicht wiedersehen. Naja, aber zumindest wieder geschafft, beides insgesamt unter 40 Minuten und jedes für sich genommen auch unter 20 Minuten. Obwohl ich es mir hier schon schwerer gemacht habe mit dem Lösungswort, dass ich jetzt angefangen habe, wie schon beim letzten, also schon beim letzten Mal angefangen habe, das Lösungswort noch vor dem eigentlichen Ausfüllen zu erraten, möglichst ohne was einzutragen. Hier habe ich es jetzt mal ausnahmsweise getan. Ja, vielleicht schaffe ich es das nächste Mal, das Lösungswort zu finden, wieder ohne einen Buchstaben hier eintragen zu müssen. Aber das hat auch immer ein bisschen was mit der Tagesform zu tun. Manchmal hat man so viel
Hinterstübchen frei, manchmal geht das nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgerätselt, gerade in dem Zeitraum, wo ich hier wirklich alles habe freigelassen. Ja, ansonsten, ihr könnt jederzeit das Video auch ja, anhalten, könnt natürlich dann für euch erstmal rätseln. Ihr könnt natürlich auch auf die Seite gehen und für euch rätseln, das ist völlig legitim. Die Seite heißt 50plus.de und ich vermute mal, ich werde es so handhaben, dass die Rätsel also immer einen Tag nachdem sie passiert sind, hochgeladen werden. Jetzt, wo ich ja, naja, kein, also wo ich keine Parts mehr offen habe, die ich vorab schon gemacht habe. Und ich deswegen immer hinterher sein muss, da nehme ich mir lieber noch einen Tag dazwischen und falls ich irgendwann mal einen Tag keine Zeit haben sollte, fällt das dann wenigstens nicht so ins Gewicht. Ja, aber ich versuche natürlich jeden Tag diese Rätsel zu machen, einfach schon aus Selbstverbesserungsdrang und vor allem, weil Routine sehr, sehr wichtig ist, um bei sowas dann auch wirklich ein Ergebnis zu erzielen. Man sollte sich nicht sagen, ach nee, jetzt mache ich das nicht, sondern man sollte wirklich dranbleiben. Also, mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Tschüss!